bei Korinth. Wir haben es den 3. Oktober 1862. Unsere Armee wurde entsandt, um die Yankees nördlich von Korinth anzugreifen. Wir müssen diese wichtige Verbindungsstelle im Norden von Mississippi einnehmen und die Kommunikationswege der Unionisten unterbrechen. Sie werden den Angriff auf die ungeschützte linke Flanke der Unionisten anführen. Deren Position an der Memphis Road ist ungeschützt. Nahe ihres Zentrums klafft eine große Lücke. Wenn sie schnell handeln, können sie sie vernichten, bevor die Yankees Verstärkung schicken. Ja, ja, so schnell, schnell ist immer mit dem Spiel so eine Sache. So, mal kurz zu meiner Armee noch. Wir hatten in der letzten Schlacht derbe Verluste erlitten. Ich bin noch dabei, die Truppen wieder auf 2000 Mann zu hieven. Das Problem ist, ich habe zu wenig Waffen im Laden. Und naja, mir geht langsam das Geld zur Neige und halt auch die Freiwilligen. Ich habe noch 3000 Freiwillige, glaube ich. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Waffen. Darum lasse ich jetzt die erste Division von Heinrich mal in Ruhe und die zweite Division oder das zweite Korps, sagen wir es mal so, hier, upsala, das braucht mehr Erfahrung. Ich glaube, die haben auch mehr Truppen. So, dann sagen wir mal Start. Die Yankees haben ihre linke Flanke auf der Memphis Road, ja, das wissen wir, eine große Lücke klafft angeblich. Greifen sie schnell an und vernichten sie die Flanke der Unionisten. Schön wär's. So. Ihr seht, so sieht es gerade mit der ersten Division auch aus. Wir haben Männer mit 2000 bis 1500. Haben wir noch was Besseres im Petto? 1,5. Nö, das war's. Besser geht nicht. Schnell frontal runter. Ab in den Wald. Wir haben keine Kavallerie. Ich mag immer eine Einheit Kavallerie, aber der zweite Korb hat keine. Im ersten Korb habe ich auch schon eine Planker-Einheit aufgelöst und dafür normale Infanterie gekauft. Ich werde jetzt, glaube ich, alle Plänkler-Einheiten so nach und nach, wenn sie herbe Verluste haben, auflösen und dafür halt so einen 2000-Mann-Trupp zusammenstellen. Wir brauchen Mannstärke. So, dann starten wir mal das Battlechen und sagen mal Pause. So. Können ja clever agieren. Wir können ja, wenn wir Glück haben, sollen ja frontal angreifen, ne? Wenn wir clever agieren. Sieht hier mit einer Verteidigung aus. Das macht meinen Plan schon zunichte. Ich dachte gerade, wir könnten ja schön ein Stück hier lang laufen und dann von hier, aber hier ist Wald und dann haben die Verteidigung. Das ist echt doof. Dann müssen wir das eher auf der linken Seite von hier und frontal. Das heißt, auf wen kann man denn verzichten? Hier hatte ich nur mal als Nahkampf und zwei Schützeneinheiten. Hier geht mal hier in Position. Der gute Rest schieben wir erstmal. Oh. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Okay. Lass mal dahin. Die Kanonen packen wir schön zentral in den Wald. Kanönchenwagen dahin und wir haben Jackson. General Jackson. Go! Wir haben ja keine Kavallerie, also wird Jackson hier auskundschaften. Das kann er mal machen. Ausgekundschaftet und wir sehen nichts. Oh doch, da hinten haben wir sie. Okay. Planänderung. Die geht mir da sofort in den Wald. Oh, die sind ja motiviert.
Oder? Nee, warte mal. Lass mir gleich schön flankieren. Aber die Kanonen sind noch. Kanonen? Halt mal ganz kurz. Feuer? Sind wir da noch in Reichweite? Wie wär's mit weitergehen und nicht da einfach stehen bleiben? So, und du gehst mir auch in den Wald. Hier ab in den Wald. Komm, jetzt bildet ihr zwei Reihen, ist mir Wurst. Schön im Wald bleiben, gibt ja ein bisschen Deckung. Ah, die hängen hier überall. Der ganze Wald ist voller Menschen. So. Ja, ich glaube, hier gewinnen wir nichts. Ey, da steht er immer noch. Dann machen wir was Krasses. Jetzt hat er eine Deckung. Halt. So, Druck setzen. Komm, unter Druck. Jetzt ziehen die hier auch nochmal rum. Ziehen wir jetzt ein bisschen weiter in den Wald rein. Der läuft gleich. Das war doch keine gute Idee. Ah, die sind ja alle super versteckt. Denison oder wie er heißt. Der läuft schon. Scheiße. Die laufen beide. Ich wollte ihn gerade zurückziehen. So, und ab in den Wald da. Raus. Was macht er?
zurückziehen, zurückziehen, das war doof. Das war doof. Jackson. Scheiße. Ich wollte doch noch nur dorthin schieben, verdammt. Weiter ran, weiter ran. Kanonen können auch schon nachrücken. Gleich die nächsten. So, jetzt kommt ihr. Und weiter. Wir schießen mal überall weg da. Weiter marschieren, weiter marschieren, weiter marschieren. Kanonen, ihr könnt gleich weiter. Die schießen wir jetzt zu Brei. Hätte man irgendwie Flüge angehen können, aber es funktioniert gerade. Laufen. Also sie formieren sich da unten. Charge. Wir brauchen Truppen hier unten. Zack, zack. Oh, Verstärkung der Yankees oder was? Oh, 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 das sieht böse aus. Das sieht böse aus. Schießt! Zurückfallen, zurückfallen. Oh, jetzt macht er hier mal eine saubere Linie, hier, verdammte Axt. So, ihr stellt euch dahin. Wir brauchen da hinten mal Unterstützung. So, hat aufgegeben, ist ja nett. Gehen wir dahin. Blockiert. Ah, da laufen die nächsten. Wunderbar. Marschieren, ihr marschiert dann dahin.
auf die Kanonen, damit sie endlich abhauen da. Die gehen jetzt sowas auf den Sack. Oh, 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 oh. Alter. So, dann auf die Kavallerie. Näher ran. Näher ran. Was macht ihr denn da? Ich bin Eindruck. Jungs. Schießt jetzt plump da. Einfach mal töten. Ganz einfach. So. Halt und schießen. Jetzt laufen die. Wo ist mein General? Was macht der Jackson da hinten? Kommt zurück. So, zwei Kanonen können sich wieder drehen. Schön in die Mitte ballern. Der müsste doch da endlich mal gefickt werden. Entschuldigung, wenn ich das so frei sage. Ah, da unten entkommen sie. Jetzt gibt es da unten Artillerieunterstützung. So, jetzt schön von der Seite da. Gut, dann kann Hansen hier runter. Mal Kanonen hinterherjagen. Da hinten schon mal. Komm mal entgegen. Du kommst auch schon mal hier runter. In dem Wald, hier weiter runter. Müssen die aus dem Wald da rausschießen. Gefällt mir ja gar nicht. Boah, ich würde jetzt da vielleicht den hier nochmal hinstellen und der Brown kann hier auch noch mal runter. So, Nahkampf. Charge von der Seite. Und weiter marschieren. Weiter, weiter. Halt und feuern. Feuer frei. So, da von der Seite. Halt und Feuer. Dann kann Brown gleich hier zur Seite und dann gegen Crocker kämpfen. Und wir haben sie aus dem Wald. Halt. Reicht schon. Drehen. Dancen hier hin. Guerrero in den Wald. So. Schön macht er das. Schön macht er das. Dahin. So. Kanonen weiter runter. Munitionswagen hinterher. Verbündete oder Gefangene auch. So, der Hackleman ist bestimmt auch gleich weg. So, und Brown auf Cracker. Oder Crocker, Entschuldigung. Jetzt habe ich Hunger auf Cracker. Jetzt schießen wir die zusammen nach.
sieht doch schön aus. So, siehst du was? Genau. Kanonen. Feuerfrei auf die Mitte. Da können sie ja alles treffen. Jeder toter Blaurock ist ein guter Blaurock. Oder so. Müssen wir leider aus dem Wald raus, sonst kommen wir da nicht mehr ran. Und ihr könnt mal ein bisschen runter. Ja, 100% Deckung, der hat nur 93. Halt und Feuer. Haben wir da Nahkämpfer? Nee, komm, Charge, spiel Nahkampf. Ach, da ist so ein Fluss, den habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich doof. Ah, er wird schon zusammengeschossen. Nett aus. Ich habe nur das Gefühl, die entkommen irgendwie. Hinterher, die nächsten laufen. Das ist doch schön, dann laufen sie hier lang und von jedem kriegen sie einen auf die Mütze. Warte mal, wir machen das mal hier so. Euch beiden, gehen wir da lang. Genau, die Kanönchen. Ja. Schön wieder hier zentral in die Mitte. Das war's schon. Wie viel Verwundete haben wir? 3700 Verluste. Wir waren in der Überzahl. Hätte man doch ein bisschen vielleicht cleverer angehen können. Aber ja, lief ja nicht schlecht. Lief ja nicht schlecht. Ne? Ich hätte mehr über die linke Flanke gehen sollen. Ich glaube auch hier hätte Kavallerie ein bisschen Spaß gemacht. Da hätte man den Support hier holen können. Unten links hätten wir die Kanonen holen können. Und dann hätte die Kavallerie schon ihre Arbeit getan. Ne? Gut. Soweit hierzu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Ansonsten könnt ihr gerne kommentieren. Und das war's dann schon von mir. Haut rein, bis zum nächsten Schlacht. Bis dann. Ciao.